wollte ich sagen? Dass du Scheiße gebaut hast. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe wirklich Scheiße gebaut. Aber nicht gestern oder letzte Woche, sondern vor 3,5 Jahren. Und habe die Scheiße dann einfach nur in die Ecke gestellt. Und die gucken wir uns heute an. Und hiermit willkommen bei einem neuen Video bei der Mutter Garage, aus der Mutter Garage. So, und zwar folgende Situation. Vor ungefähr 4,5 Jahren habe ich mir einen VW T4 gekauft. Den bin ich auch eine ganze Ecke lang gefahren, bis zu dem Tag, wo ich mich an meinen allerersten Zahnriemenwechsel versucht habe. Danach hatte ich keinen T4 mehr, zumindest keinen funktionierenden. Und zwar habe ich bei meinem VW T4 Baujahr 91 2,4 Liter AAB, 5-Zylinder Diesel, Saugdiesel, den Zahnriemen verkackt. Er ist nicht übergesprungen, die Kurbelwelle zur Nockenwelle hat noch gepasst. Er lief auch, aber er lief nicht lange. Und warum das passiert ist, das gucken wir uns heute an, beziehungsweise wir machen ihn jetzt nach 3,5 Jahren Standzeit endlich mal auf. Nicht zuletzt, weil das mein wunderschöner neuer Stubentisch wird, sondern auch, weil es mich jetzt wirklich mal interessiert, was da drinnen passiert ist. Das gucken wir uns jetzt an. Um nochmal zu dem Hergang des Mistes zu kommen, den ich produziert habe, sollte man erwähnen, der VW T4 Motor hat 2 Zahnriemen. Zahnriemen Nummer 1, es war alles abgesteckt, hat funktioniert. Zahnriemen Nummer 2 betreibt die Verteiler-Einspritzpumpe, die Diesel-Hochdruckpumpe. Und der war auch abgesteckt, war alles schön. Der Motor ist angesprungen nach dem Zahnriemenwechsel. Und dann kommt Tommy und hat gesagt, in seinem jugendlichen Leichtsinn und keine Ahnung, großartig von Motoren, der sieht ganz schön locker aus. Und kam auf die glorreiche Idee, hier unten an den langen Löchern der Verteiler-Einspritzpumpe diese zu lösen und die Pumpe etwas nach vorne zu ziehen, um den Riemen zu spannen. Der Motor lief danach immer noch, aber der Förderbeginn des Motors hat so dermaßen nicht mehr gestimmt, dass wir erstens Leistungsverlust hatten und zweitens der Motor dann ungefähr nach 60 Kilometer Anhängerbetrieb an dem Tag noch, wo wir das Ganze fertiggestellt haben, mit einem lauten Knall den Geist aufgegeben hat. Ja, mich interessiert jetzt wirklich, was da drin passiert ist. Ich habe keine Ahnung, von außen ist nichts ersichtlich, also es ist weder Öl ausgetreten, der Motor lief auch noch, also er hatte vielleicht noch 2, 3 funktionierende Zylinder, es war ziemlich unangenehm, er hatte keine Leistung mehr, also er lief noch im Stand, aber ja, fahren war nicht mehr. Erst recht nicht dann alleine auf dem Anhänger drauf, also da mussten wir dann wirklich auch zusehen, dass wir den dann noch vor der Autobahn runterkriegen, wurden dann noch abgeschleppt, das war nicht mehr selbst möglich. Ja, ich bin echt gespannt, ich weiß nicht, was mich da drin erwartet, er lag jetzt wirklich 3 Jahre lang unterm Regal, einfach nur eingestaubt, ich habe ihn mir aufgehoben, weil es mich irgendwann nochmal interessiert hat, wie es aussieht, und jetzt, passend dazu, dass ich mir einen neuen Stubentisch bauen möchte, machen wir ihn auf und gucken uns an, was da drin jetzt wirklich passiert ist. Gut, wir haben den Motor jetzt einmal hier aufgehängt auf unsere Bühne. Das ist, don't try it at home. Bitte nicht nachmachen. Das ist jetzt einfach bloß, weil wir heute keinen Motorheber da hatten. Hat mich jetzt aber nicht gebremst. Wir haben den jetzt nochmal hingehängt, um das Motoröl abzulassen. Weil das hatte ich damals vergessen beim Ausbau. Spielt ja auch keine Rolle für den Motorausbau an sich. Wir werden jetzt anfangen, ein paar Kleinteile abzubauen. Sprich, wir werden die Kupplung runternehmen. Wir werden hier Verkleidungsteile abnehmen, den Riementrieb demontieren. Geschweige dessen, der Schlagschrauber schafft die Schraube hier vorne. Werden gucken, dass wir die Verteiler-Einspritzpumpe und die Servopumpe schon mal abbauen. Danach legen wir den hier auf den Boden hin, auf unsere Palette und kümmern uns dann um Ansaugkrümmer und Abgaskrümmer, wo er jetzt momentan noch dran hängt. Jo, los geht's!
So, Freunde der Sonne, wir haben jetzt die groben Anbauteile schon mal ab und dachten uns mal eben ganz spontan noch, wir nehmen noch schnell einen Ventildeckel runter. Und da hat uns schon die freudige Kunde ins Gesicht gelächelt. Und zwar, ja, man kennt ja das optische Bild eigentlich einer Nockenwelle. Und jetzt schaut euch mal das an. Die Nockenwellen, zumindest zwei Stück, zwei Nocken, einmal hier und einmal hier vorne, die haben richtig schön die Hydrolager zerwalzt. Und wir haben ja auch schon ein paar Stücke drin liegen. Können hier mal eins rausfischen. Wir nehmen mal das große hier hin. So. Und wenn man sich jetzt das mal anschaut, wie es das Ding verbogen hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ventile aufgesetzt haben, dass irgendwas passiert ist. Wir haben hier auch noch mal ein paar Stücke. Das hier ist sogar ganz zerbrochen. Dass irgendwas passiert ist, dass die Ventile nach oben gedonnert sind und hier die Nockenwelle zerstört haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber genau rausfinden werden wir das erst. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennt, aber hier sind richtig dicke Riefen im Kopf drin. Hier hat es richtig schön reingebissen. Na gut, dann würde ich sagen, legen wir den Motor auf den Boden ab. Noch mehr Teile sehe ich jetzt hier pauschal erstmal nicht. Und dann nehmen wir den Kopf mal runter und schauen mal, wie das Ganze von innen aussieht. Ich bin mega gespannt. Das ist auf jeden Fall schon mal finster. Habe ich so noch nicht gesehen. Weißt du, was das Komische ist? Alter! Die anderen sind heile. Digga! Was ist da los? Und was ist da los? Hast du meine Lampe? What the fuck? Ja, aber vor allem, das hier sind die, die so schlimm aussahen oben. Vor allem, guck mal, wie oft dieser Kopf gerissen ist. Krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal gerissen. Ja, und da reden wir gar nicht erst drüber. So, Kopf ist runter. Und ja, ich denke mal, der Motorschaden an dieser Stelle ist sehr eindeutig. Denn wenn du mit der Kamera mal näher kommst, wir sehen auch jetzt hier schon, wir haben zwischen den Kopfwänden immer wieder Risse drinne. Die werden auch zu einer Seite ein bisschen stärker und dann, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Falls jemand sich jetzt fragt, wo dieses Ventil ist, wir haben es gefunden, dort. Ja, ist eingeprägt, eingestanzt, abkriegen tut man es nicht, ist fest. Das ist wirklich mehr als eindeutig. Also hier ist er auch noch aufgesetzt. Da ist er aufgesetzt mit dem Ventil, hier ist er aufgesetzt, da ist er aufgesetzt. Überall, wo blanke Stellen sind, hier ist es auch richtig reinmassiert. Also das hat richtig, richtig gut gerumpelt da drin. Wieso genau das jetzt unbedingt bei einem veränderten oder beziehungsweise bei einem verstellten Förderbeginn zu diesem Schaden kommt, kann ich mir, um ehrlich zu sein, auch nicht selber erklären. Oder vielleicht kann es einer von euch, würde mich definitiv mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das so zustande kommt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es definitiv zu heiß geworden ist.
weil zu viel Luft und zu wenig Diesel im Brennraum waren. Allerdings, so wirklich plausibel ist es für mich nicht. Der wird definitiv hier angefangen haben mit den Schaden und die ganzen anderen Risse, beziehungsweise dass der hier aufgesetzt ist, wird einfach bloß dann eine Kettenreaktion gewesen sein, weil das muss so gerumpelt haben in diesem Motor da drinnen. Ich meine, man muss dazu sagen, wir waren auf der Autobahn mit Anhänger. Das heißt, in dem Moment, wo er dann diesen Schaden oder wo dieser Schaden passiert ist, waren wir in voller Fahrt bei 80 km/h. Und er ist dann natürlich auch noch ein Stückchen in eine Motorbremse rein. Das heißt, wir sind noch gut 100 Meter, haben wir diesen Motor da durchgeorgelt. Ja. Krass, hätte ich nicht so gedacht. Was sagst du, Dominik? Keine Worte. Keine Worte. Im nächsten Video werden wir dann mal gucken, dass wir aus diesem schönen Motor oder aus diesem schönen Block, ich glaube, ich werde sogar den Schaden lassen, damit man das immer schön als Erinnerung hat, einen Stubentisch bauen. Wie genau das Ganze aussieht oder wie ich das dann veranstalte, weiß ich selber noch nicht genau. Ob ich den Kopf mitnehme, weiß ich noch nicht, aber der Block auf jeden Fall. Seht ihr dann im nächsten Video, muss ich nochmal drüber schlafen. Und ja, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr es interessant fandet, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann.